habe einfach so gute, tolle Freunde im Internet gefunden. Mit einigen von euch, also viele dürfen sich angesprochen fühlen, sehr, sehr viele. Und ich möchte euch einfach irgendwie einfach mal so viel möglich von euch treffen. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Moin moin Leute und seid herzlich willkommen zum allerersten Video im Jahre 2016, ja, zu einer Runde Skywars ist das, und das ganze Video hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem gestrigen Livestream, wo ich einfach in eine mega geile Runde Skywars dann einfach gespielt habe, und ich habe die einfach rausgeschnitten nachher noch vom Livestream, und ich dachte einfach, ja komm, weil ich sowieso gar keine Gameplays oder sowas hatte und weil ich auch keinen Bock hatte, jetzt live hier und das aufzunehmen, dachte ich mir einfach, naja, das hier mal, also sorry dafür auf jeden Fall, falls die Qualität nicht allzu gut ist. Sie ist ziemlich akzeptabel, finde ich, also ist es nicht die beste, wie ihr euch sonst dann gewohnt seid bei meinen Videos. Und ja, aber ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren, denn wir haben heute ein Thema am Start, denn ich wollte eigentlich sowieso ein Video dazu machen, und ich habe auch gesagt, ich möchte mir da nicht so irgendwas wirklich sagen dazu. Und ja, eben, was sind meine Ziele oder meine Vorsätze für das neue Jahr? Na, sagen ja immer wieder ganz viele Leute fragen ja das, und ich habe mir da eigentlich echt nicht allzu große Gedanken dazu gemacht, sollte man sich auch gar nicht, finde ich. Einfach, wir können im Prinzip nur so ein bisschen die Ziele vom letzten Jahr übernehmen. Ich möchte eigentlich keine genauen Zahlen nehmen, also eben diese 10.000 Abonnenten auf YouTube haben wir letztes Jahr nicht erreicht. Erreichen wir vielleicht dieses Jahr, wer weiß, wäre natürlich schön, aber es ist mir eigentlich echt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht wichtig. Ich nehme es so, wie es kommt, und ich akzeptiere es auch so, wie es kommt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, dann gehen wir auch schon wieder weiter rüber zu Twitch, was natürlich viel interessieren wird. Auf Twitch ist nach wie vor, steht da die Partnerschaft im Vordergrund. Laut Insidern bin ich auch als Twitch-Partner bereits angenommen, angeblich. Aber da weiß ich selbst noch nichts dazu. Ach, Leute, ich will hier nichts sagen dazu. Ich weiß auch selbst wirklich nicht mehr, außer dass die meine Bewerbung anscheinend erhalten haben und noch eine Antwort senden werden dazu. Ja, aber mehr weiß ich auch. Also ich kann auch nichts Definitives sagen. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben bisher. Ich weiß nicht, ob ich Twitch-Partner bin. Ich weiß nicht, ob ich angenommen bin. Ich kann euch auch nichts sagen zum jetzigen Standpunkt. Ihr werdet das im Verlauf der Tage wahrscheinlich auch ein bisschen so über Twitter erfahren. Also schaut da ab und zu mal rein. Link ist in der Beschreibung, wer auf Twitter nicht folgt oder so, darf da gerne einen Follow da lassen. Natürlich ist nicht Pflicht. Einfach, wenn es euch interessiert, schaut vorbei. Ja. Und ansonsten, jetzt mal einfach so ein bisschen außerhalb von YouTube und Twitch, so in Bezug darauf. Was kann ich auch hier noch im letzten, was ich noch ein bisschen so im Video rüberbringen wollte, im Jahresrückblick, einfach, das letzte Jahr war einfach so das Jahr, wo ich einfach mal gemerkt habe, was für eine Bedeutung Internetfreundschaften haben können. Und das ist einfach, das hat eine extrem große Priorität für mich, und deshalb möchte ich einfach nächstes Jahr, oder eben halt jetzt dieses Jahr logischerweise, ich möchte einfach so viele Leute wie möglich von euch treffen hier. Ich möchte einfach, ich habe einfach so gute, tolle Freunde im Internet gefunden. Mit einigen von euch, also viele dürfen sich angesprochen fühlen, sehr, sehr viele. Und ich möchte euch einfach irgendwie einfach mal so viel möglich von euch treffen. Ich möchte auch euch mal dieses Jahr so ein erstes Fan-Treffen irgendwie machen. Keine Ahnung, einfach mal irgendwie so was Kleines hier in der Region, wo ich lebe, halt in der Ostschweiz. Und keine Ahnung, irgendwie auch die Gamescom ist eines meiner größten Ziele für dieses Jahr. Ich möchte einfach zu Gamescom kommen. Ich möchte da viele Leute treffen von euch. Einfach Leute, die man halt schon lange kennt. Leute, die man gut kennt. Leute, die man ins Herz geschlossen hat. Einfach Leute, die einem etwas bedeuten. Das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, was ich dieses Jahr einfach mal machen möchte. Denn ich habe wirklich noch gar nicht, ich habe mich noch nie mit jemandem aus dem Internet getroffen, außer Adrian, den man ja vielleicht aus den Livestreams kennt. Aber eben Adrian ist auch ein Kollege von einigen Schulkollegen von mir, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nur durch Twitch kennengelernt habe, aber durch im Prinzip eigentlich schon, weil er hat zuerst meinen Livestream geguckt und hat erst dann gefragt, wo ich lebe, und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Das war auch die einzige Ausnahme jetzt, aber ansonsten, ich möchte auch mal irgendwie halt ins Ausland kommen, ich möchte mal nach Deutschland kommen, mal zu euch kommen halt so gesehen, aber ich weiß, ungefähr so zwei Drittel, wenn nicht sogar 80-90% kommen halt aus Deutschland oder Österreich, und die Schweizer Community von YouTube und Twitch ist halt noch relativ klein, aber es gibt auch da doch schon einige Leute, die mich kennen, und ja, eben, es bedeutet mir viel, dass ich euch kennen darf und dass ihr hinter mir steht, und ich möchte auch euch mal die Leute in Wirklichkeit kennenlernen, wie die so sind, weil im Internet, klar, man sieht Bilder vielleicht voneinander, aber es ist ja einfach immer was ganz anderes, wenn man Leute nur reden hört oder wenn man sie nur in Skype oder sowas sieht, keine Ahnung, es ist nicht das Gleiche, und das möchte ich dieses Jahr einfach umsetzen können, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, und ja, wenn ihr auch hier das
euch ganz wichtig ist für dieses Jahr, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare oder lasst eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder bei einem kleinen Thementalk-Video mal wieder. Und ja, bis dann, euch einfach sagen, Leute, bleibt cool, schaut morgen, heute ist ja Sonntag, schaut heute am besten nochmal im Livestream vorbei, würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst. Bis dann.